Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein wie früher. Fahrenheit. Hallo, ich bin auch da. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Jo Leute. Hallo. Komm, was? Sag was. Ja, was habe ich danke. Getan? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Ja, das sagen sie alle. So Leute, ich würde sagen, wir haben gerade einen Menschen getötet auf der Toilette eines Diners. In Amerika, in New York City. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, wird Ihr Fortschritt automatisch auf der Festplatte gespeichert. Okay, danke. So, wir sollten jetzt gerade irgendwas machen. Ich weiß auch die Controls noch so ungefähr, denn wir spielen hier
Fahrenheit, Indigo Prophecy, also die Indigo Prophezeiung, who knows, ja, auf jeden Fall. Ein ziemlich altes Spiel von 2005 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wann das released worden ist. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt gedacht, das musst du wieder mal spielen. Wieso wieder mal? Weil nämlich damals habe ich das Spiel gehabt auf DVD. Und ich habe es gespielt. Und es hat furchtbar Spaß gemacht, bloß, jo, mein PC war damals zu schlecht, das ausreichend zu spielen. Und dann habe ich die DVD verloren. Ja, wie toll ist das denn? Und jetzt, als es im Januar, glaube ich, neu released worden ist, Außer Betrieb. toll. Als es im Januar released worden ist, hab ich mir gedacht, das kaufst du. Okay, Ich Blutspuren. blute. Muss mir mit dem Messer Und den das Rücken aufgeschlitzt Problem hier haben. ist, Und auch beide Vorderarme. wir haben nur begrenzt Zeit. Das ist toll. Yahoo. So, erstmal. Gott, das habe ich jetzt nicht gemeint. Naja, egal. Auch nicht schlecht. Ach, ein Messer. Das Messer, das muss ich loswerden. Und ich als Hellseher wollte gerade sagen, gleich kommt der Police Officer. Okidoki. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas völlig Sinnloses vergessen. Leer. Naja, genau. Da drückst du nochmal drauf. Danke fürs Gespräch. Ich gehe jetzt. Kann ich hier irgendwie zahlen oder so? Ich habe mir nämlich was gekauft. Kann ich mit dem reden? Kann ich Nice. was für Sie tun, Sir? Oh Gott, in der Toilette. Mich trifft da Mein keine Schuld. Sie sollten sich etwas Wasser ins Gesicht spritzen, Sir. Das würde Ihnen sicher gut tun. Nice. Lil. Okay. Ich will ein bisschen Musik hören. Schöne Musik. Warte mal, hier mit dem Gast kann ich ja auch talken. Kann ich etwas für Sie tun, Sir? Tut mir leid, ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Kein Problem. Oh, soziale Interaktion ist doch immer wieder schön. Ich will mich hier hinsetzen. Sir, möchten Sie noch etwas? Nein, ich möchte nichts mehr, danke. Erstmal Eine Breite TV schauen. 27 von Kanada herunter und bringt Temperaturen mit sich, die weit unter den normalen Werten liegen. Das stimmt, es Auch ist in den ziemlich kalt gesamten draußen, morgigen habe ich Tagen sind gemerkt. Schneefälle zu erwarten, und zwar entlang der Ostküste. Hier die zu erwartenden Temperaturen. Ja, die haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber egal. Erstmal irgendwas lesen. Oh, okay. Interessant. Erstmal zahlen. Wir wollen ja nicht gehen, ohne zu zahlen. Ah, hier kann man noch was anlucken. Ach so. Ja, danke. Dann würde ich sagen, wir gehen mal und suchen uns irgendeine Stätte, Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. wegzukommen. Okay, jetzt würde ich rennen, weil der Officer, der geht jetzt in die Toilette und findet den Mann. Kann man da hin? Ja. Ich finde das cool, dass. Ja. Hallo, Herr Obdachloser. Ich finde das cool, dass man mehrere Kamerawinkel hat. Also, dass man den Police Officer und den da sieht. Und dass es jetzt wieder größer wird. Und ich hoffe auch, dass mit der Aufnahme klappt, nicht, dass dann irgendwie schwarze Balken überall sind oder so. Das wäre irgendwie scheiße. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen.
Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Genau. Lade. Oh, wer kommt denn da daher? Was für eine Überraschung. Die Texturen haben sich wirklich verbessert. Also das Spiel hat ja damals schon nicht so top ausgesehen, also es war nicht das Top-Grafikspiel. Aber jetzt, das Remake ist schon ein bisschen besser. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Also es tut mir auch leid, falls ich über die Dialoge labere. Hier sind ja Untertitel. Es tut mir echt leid, habe ich gar nicht mitgedacht, dass ihr das vielleicht hören wollt. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Und was mir gerade auffällt, hier ist eine Blutspur. Kann ich die nicht? Nee, kann ich nicht. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Der Typ sprach mich an. Er redete wirres Zeug. Von wegen, er sei es nicht gewesen oder so ähnlich. Lol. Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Ja, wenn dieses Symbol oben erscheint, dann können wir Charaktere wechseln. Ist das nicht toll? Wie in GTA, bloß vor ungefähr 10 Jahren schon. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was spielt er da überhaupt? Das ist Fahrenheit, ein interaktiver Film sozusagen, also so, ja genau, so wie ein interaktiver Film mit mehreren Enden. Was machen die da? Jede Entscheidung in diesem Spiel, ihr habt schon gesehen, so Dialogentscheidung, kann das Spiel beeinflussen. Und zum Beispiel der Anfang, dass ich mit Lucas Kane, das ist der Hauptcharakter, der den Mann getötet hat, dass ich mit dem Polizisten gesprochen habe, das hätte man nicht machen müssen. Man hätte auch einfach durch die Hintertür gehen können. Aber da ich das jetzt gemacht habe, hat der Polizist jetzt ihr erzählt, dass er wirres Zeug geredet hat. Das hätte er so nicht gemacht. Und das kann das Spiel sehr stark beeinflussen. Mal sehen. Und jetzt geht's darum, uns zu finden. Das heißt, wir spielen den Mörder und die Aufklärer gleichzeitig. Also finde ich ziemlich toll. Kann man hier Musik machen? Nee. Naja, dann würde ich mal sagen, wir sprechen mit der Bedienung. Nee, wir gehen zuerst. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Also ich muss sagen, dass der Remake hat das Spiel echt nochmal verbessert. Also ist ziemlich viel hochauflösendere Texturen. Einfach so Detail-Maps drüber gelegt und sowas wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir den Tatort inspizieren. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum. Und rechts unten sieht man immer so ein Gesundheitsmeter, mentaler Gesundheitsmeter, so Hirn-HP oder sowas. Wie der Zustand der Person ist.
Ich hab schon gesehen, angespannt, nervös. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Ja, das frage ich mich auch, wieso. Und wenn das zu weit runter geht, dann können wir entweder Selbstmord begehen oder irgendwelche Fehler machen und so. Und ich spreche immer über die Dialoge. Und immer wenn die Dialoge fertig sind, höre ich auf. Das ist ja echt ein tolles Wunder. Kann man hier noch was mit ihr machen? Dann würde ich mal sagen, das Opfer ist wohl überrascht worden. Wir wechseln Charaktere, weil mit ihm, Tyler, können wir auch noch viel machen. Bloß wie geht das? Was war das? Nee. Keine Ahnung. Ach so. Was war das jetzt? Das war B scheinbar. Genau, das war B. Entschuldigung für die kleinen Fails. Muss doch auch mal sein. Hier Tür öffnen. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Erstmal aufs Klo gehen. Glaub ich kaum. Ah, klar. Ich verstehe. Oha. Geht nicht. Nochmal ansehen. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Das stimmt sogar. Kann man sonst noch was machen? Hier, im Müll wühlen. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Wenn ich jetzt nicht in dem Mülleimer gewühlt hätte, hätten wir die Mordwaffe nie gefunden. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die Mordwaffe zu verstecken. Ich habe nämlich das Spiel schon mal durchgespielt. Aber das war vor ungefähr 10 Jahren und ich weiß überhaupt nichts mehr, also nur noch ungefähr. Und deswegen ist es so semi-blind ungefähr. Ich glaube, in der Toilette hätte man es noch verstecken können oder so. Naja, erstmal die Hände waschen. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Schön. Hände trocknen. Gibt's sonst noch was? Kann man noch irgendwas nachsehen? Sonst würde ich sagen, ich gehe mal. Und dann wechsle ich zu ihr und spreche vielleicht mal mit der Bedienung hier. Ich glaube, die Carla kann ein bisschen besser mit Menschen reden. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl.
Ich wüsste nicht, warum jemand Böses wollen würde. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein. Es war eigentlich alles wie immer. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben, denn ich sah ihn noch nicht mal weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Ja. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Ich glaube, das war es dann auch bei dem Interview. Ich habe jetzt mal mein Mikrofon gemutet, damit ihr nicht die ganze Zeit dieses blöde Rauschen hören müsst. Naja. Ach ja, die arme Kate. Ist noch nie passiert bei ihr im Diner. Naja. Solche Interview-Sessions, oder wie ich das, ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte, gibt's öfter in dem Spiel. Wenn wir als hier die Detective spielen. Ja, ich wollte irgendwas sagen. Naja, also ihr habt es gesehen, es ist ziemlich storybasiert, wenn ihr es bis jetzt überhaupt sehen konntet. Naja, eine ziemlich gute Story, Tyler, zumindest am Anfang. Draußen. Und wir gucken jetzt mal draußen. Haben wir gehört? Gibt's hier irgendwas? Ziemlich kalt hier. Oh, da sitzt ja jemand. Hallo, der Herr. Guten Abend. Oh. Hallo, Püppchen. Ziemlich gut aussehend, der Mann. Was kann ich für dich tun? Verdammt kalt, ne? Ne? Na, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. Willst du einen Schluck? Nee, danke. In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Okay. Dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Komischer Typ. Kommt mir spanisch vor. Oder chinesisch. Kommt drauf an. Das mit der Kamerasteuerung ist auch ziemlich witzig. Oh, guckt mal, ein Alien. Medium Channeling. So weit vom Tatort entfernt finde ich sicher keine Hinweise. Okay. Ich gehe besser wieder zurück. Hier muss man immer überall suchen. Also alles versuchen, was geht, um die maximale Beweisanzahl zu erhalten. Hier könnte überall was versteckt sein.
Und ich weiß ja noch ganz genau, ich habe hier den einen Blutfleck gesehen. Ja, genau. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Ja, deswegen haben wir auch Blutspuren in der Toilette gefunden. Da haben wir uns nämlich die Arme aufgeritzt. Dann würde ich sagen, nee, Musik nicht. Ich weiß nämlich genau, dass mir dann 5 Mentalpunkte abgezogen werden. Mal mit denen sprechen. Hey Garrett, Carla möchte, dass du 1-2 Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Oh, wir sind einfach zu nett. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wach halten würde. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich hab seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Ich werde ja gleich fertig sein, stand da. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so dickköpfiges habe ich selten gesehen. Das stimmt, sie ist wirklich dickköpfig. Gibt's hier noch was? Ja, Kaffee. Kaffee ist gut. Perfekt. Lecker Kaffee. Jetzt trinken. Trinken. So. Plus 5. Perfekt. Gibt's hier noch was? Die Kasse, Fernsehen? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, wir inspizieren jetzt das noch. Seltsam. Das haben wir nämlich vergessen. Nicht auf der Rechnung. Oh ja, die Textur ist auch toll. Steak und Pommes hat er ja kaum angerührt. Unverständlich. Sagt, das hier. Wie kann man denn ein Steak und Pommes liegen lassen? Wie geht denn das bitteschön? So, und dann findet sie auch noch irgendwas. Da unten liegt ein Buch oder sowas. Genau. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, würde ich niemals fertig lesen. Ist ein ziemlich anspruchsvolles Buch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Anspruchsvoll. Gibt's hier noch was? Ist noch ein Telefon. Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüberliefen. Geht in Ordnung, Carla. Nee, aber wir haben nicht telefoniert. Das hätten wir auch machen können. Stimmt. Hier gibt's so viele Möglichkeiten. Wir hätten so viel machen können. Dann würde ich sagen, wir verlassen jetzt dieses Restaurant oder dieses Diner. Und ihr verlasst jetzt dieses Video. Ich schmeiße euch jetzt raus von meinem YouTube-Channel. Ihr habt es gesehen. Ein sehr interessantes Spiel. Ja, genau. Gibt es auf Steam für wenig Geld zurzeit. Sehr tolles Spiel. Natürlich Grafik nicht so toll. Das ist klar, das Spiel ist uralt. Aber jetzt die Remastered-Version mit neuen Texturen und neuen Effekten. Ich würde es mir ernsthaft kaufen. Also die Story ist am Anfang ziemlich gut. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber ich spoilere jetzt lieber nicht. Naja, ich kenne auch die Story nicht mehr ganz. Und deswegen habe ich es mir neu gekauft und wollte es jetzt hier let's playen. Damit ihr auch mal was anderes als Minecraft seht. Also dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hiermit von diesem Video und würde mich natürlich sehr stark freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Einfach so. Okay. Dann tschüss.